Ich begrüße euch zum weiteren Videoguide zu den Erfolgen in der Schlacht um Orgrimmar. Diesmal ist der Erfolg bei den Dunkelschamanen der Korkon dran, wobei der Erfolg nicht wirklich was mit dem Bosskampf an sich zu tun hat, denn die Bedingungen für den Erfolg müsst ihr schon beim Trash vorher erfüllen. Ihr müsst dann die Bosse danach noch legen, damit der Erfolg euch auch gut geschrieben wird, aber die Bedingungen, wie gesagt, schon beim Trash. Beim Trash müsst ihr nämlich die NPCs befreien, die da gefangen gehalten werden. Den ersten, den ihr befreien müsst, ist G Feuerpfote, aber den macht man eigentlich immer automatisch mit. Wenn man nämlich die NPCs da killt, dann flüchtet der von alleine. Von daher habt ihr den sowieso immer. Dann müsst ihr noch NPCs aus Käfigen auf der linken Seite befreien. So Allianz-NPCs rechts. Für die in den Käfigen braucht ihr Schlüssel, die werden von den Gegnern gedroppt. Der den Schlüssel hat, der geht dann einfach zum Käfig hin und öffnet den. Die geben euch dann halt auch so ein Totem, das euch dann im Kampf unterstützt. Das heißt, das sollte man sowieso immer machen. Ist halt auch im Kampf sehr nützlich. Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist bei den Allianz-NPCs, weil die halt, da sie zur gegnerischen Fraktion gehören, auch Schaden bekommen durch AOE und so. Dadurch sterben die relativ schnell. Das heißt, da sollte ein Tank von euch, die vielleicht off-tanken, einfach spotten und dann wegziehen, bis der NPC, der die beiden an der Kette hält, tot ist, dann laufen die automatisch raus und sind frei. Gleiches gilt natürlich für die Allianz, für die Feuerpfote, da müsste das eigentlich so sein, dass der dann quasi Schaden nimmt. Ich weiß es nicht 100 pro, ich gehe mal einfach davon aus, weil wäre ein bisschen blöd, wenn nur für die Horde da diese Schwierigkeit drin ist, dass man die NPCs tötet. Also ich gehe davon aus, bei der Allianz ist es dann halt G Feuerpfote. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es so ist oder nicht. Wie gesagt, ich spiele keine Allianz, aber könnte ich mir jetzt halt so denken. Wie gesagt, die beiden NPCs, die kitet ihr dann halt weg. Guckt, dass ihr kein AOE macht, während die in der Nähe sind. Beziehungsweise versucht es generell zu verhindern, bis halt dieser NPC tot ist, der die Ketten festhält, an denen die befestigt sind, und dann laufen die von alleine weg. Wenn ihr dann die drei besagten NPCs befreit habt, also die Allianz-NPCs, G-Feuerpfote und die in den Käfigen, dann habt ihr die Bedingungen erfüllt. Danach könnt ihr ganz normal den Trash-Ende machen. Ihr legt den Boss dann ganz normal und bekommt den Erfolg. Wir haben das Ganze im Flex gemacht. Aber nur, weil wir halt die anderen Erfolge auch halt im Flex gemacht haben. Also in einem Zug quasi das, wir hatten den im Grunde genommen schon im Normal, nur die Aufnahme hier ist quasi aus dem Flex. Tut der Sache aber jetzt kein Böses, sag ich jetzt mal, weil, wie gesagt, ist ja genau dasselbe. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Gerne Feedback in die Kommentare. Facebook im in der Videobeschreibung der Link. Gerne mal liken. Da freuen wir uns. Auf jeden Fall bis zum nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis denne.